Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Nicole von Sternklar. Zusammen möchten wir jetzt eine Meditation machen, in der es darum geht, die Verbindung zu deinem Dualseelenpartner, deiner Seelenliebe zu kräftigen, zu spüren und zu klären. Nimm dir jetzt bewusst ein bisschen Freiraum. Schalte die Welt draußen ab. Schalte deine Geräte ab. Und such dir einen ruhigen Platz für die nächsten 20, 25 Minuten. Nimm dir bewusst diesen Raum. Nimm dir bewusst diese Zeit. Wenn du magst, dann stöpsle die Meditation mit deinem Kopfhörern jetzt ein, dass du wirklich jetzt sinken darfst, tief sinken darfst. Das Stichwort jetzt ist Relax. Hast du es dir bequem gemacht? Bist du bereit, die nächste Zeit für dich klärend, nährend zu verbringen? Für dich und deinen Seelenpartner? Etwas zu tun oder eigentlich nichts zu tun, zu spüren in der Form von Relax und Herz fühlen. Verlangsame langsam deinen Atem, spüre ihn bewusst. Spüre den Einatmen als ein Ja zur Liebe, ein Ja zum Leben. Spüre den Ausatmen als ein Loslassen und ein Relax. Lass die Dinge los, lass die Sorgen los, die Probleme, den Liebeskummer. Alles das, was dir jetzt gerade im Kopf rumschwebt, das ist schon okay. Lass die Dinge da sein, aber schenke nicht deine vollkommene Aufmerksamkeit. Spür mal hin. Fühlst du dein Herz schlagen? Schlägt es noch schnell? Verlangsamt es sich gerade? Wird es jetzt etwas ruhiger? Hast du das Gefühl, dass es mit dir im Einklang schlägt? Hast du das Gefühl, dass es im gleichen Takt mit deiner Dualseele schlägt, mit deinem Seelenpartner schlägt? Oder seid ihr noch nicht im richtigen Takt? Habt ihr euch noch nicht aufeinander eingeschwungen? Lasse jetzt einen Raum entstehen um dein Herz herum. Stelle dir vor, wie aus deinem Herzen heraus ein großer, rosaner Lichtballon entsteht. Dieser rosane Lichtballon ist ein Schutzraum, der sich jetzt um dich herum 3 Meter groß ausbreitet. Dein Schutzkreis, in dem du gesichert bist. Aus deinem Herzraum heraus strahlt dieses rosane Licht um dich herum. Breite ihn aus. Mach diesen rosa Herzraum so groß, wie du es jetzt für nötig hältst. Fühle dich sicher und geborgen. Spüre die Liebe in deinem Herzen. Spüre Wärme, die aus deinem Herzen
in diesen Herzraum fließt, den du jetzt erschaffen hast. Womit möchtest du diesen Herzraum füllen? Mit welchen Gefühlen möchtest du diesen Herzraum tanken? Möchtest du ihn füllen mit Liebe? Verbundenheit, Herzverbindung, Wärme, das Gefühl, einen sicheren Ort für dich und deine Liebe, deine Seelenliebe erschaffen zu haben. Spür für dich da rein. Womit fühlst du diesen Raum? Jetzt, wo sich dein Raum gefüllt hat, mit den Emotionen, mit denen du deinen Herzraum auftanken möchtest, holen wir deinen Dualseelenpartner in diesen Raum. Stell ihn dir vor. Wie sieht er aus? Seine Haare, seine Stirn, die Nase, die Wangenknochen, der Mund, das Kinn, der Hals, die Schultern, die Brust, der Unterleib, die Beine, die Füße. All das ziehst du jetzt in deinen rosanen Herzraum. Wie schaut dein Dualseelenpartner rein? Was für eine Empfindung übermittelt er dir? Ist er überwältigt von den Gefühlen, die ihn in deinem Herzraum empfangen? Ist er skeptisch? Ist er verunsichert? Hat er gar vielleicht ein bisschen Angst? Spüre für dich da rein. Was übermittelt er jetzt? All das, was er dir jetzt gezeigt hat, dein Seelenpartner, deine Dualseele, füllt den Raum mit aus. Deinen rosanen Herzraum mit aus. Schau mal her. Hast du das Gefühl, dass sich die Farbe verändert? Wird sie dunkler, heller, anders, positiver, negativer? Transformiert sich dort etwas?
Du legst jetzt ganz sanft deine Hand auf das Herz deines Dualseelenpartners. In der perfekten Verschmelzung legt er seine Hand auf dein Herz. Ihr fühlt den Herzschlag des anderen. Du fühlst, wie eure Herzschläge anfangen, den gleichen Takt anzunehmen. Seine Energie wird deine. Deine Energie wird seine. In der perfekten Verschmelzung eurer Seelen, eurer Herzen, im Hier und Jetzt sicher aufgehoben, im rosa Schutzraum eurer Emotionen. Nichts jetzt kann euch trennen. Im Hier seid ihr im perfekten Einklang. Ihr seid in der Urbestimmung eures Seelenplans. Ihr seid hier, weil es gar nicht anders sein darf. Ihr seid hier, um euch zu zeigen, dass ihr füreinander bestimmt seid. Ihr seid hier in deinem Herzen, in seinem Herzen, um die Qualen und den Kummer des anderen zu spüren, ihn anzunehmen, ihn miteinander durchzustehen, in der stärksten Verbindung eurer Herzen, in der stärksten Liebesverbindung, die euch bestimmt ist. Fühle in sein Herz und lass ihn in dein Herz fühlen. Was fühlst du? All das, was du jetzt gerade fühlst, ist der natürliche Energiefluss zwischen euch zu beiden, der Grund eurer Begegnung. Doch diese Begegnung braucht Heilung, denn du fühlst eure Wunden. Du fühlst die Liebe, aber auch die Angst. Du fühlst das Licht, aber auch den Schatten. Du fühlst die Verletzbarkeit eurer Herzen. Du fühlst und siehst die Vergangenheit. Du fühlst und siehst die Gegenwart. Du fühlst und siehst die Bestimmung eurer Seelen. Du fühlst und siehst die Zukunft. Das ist kein Traum. Das, was du in der Zukunft siehst, ist die reale Verkörperung eurer transformierten, geklärten Herzen. Frei von jedem Kummer, frei von den Fesseln der vergangenen Wunden eurer Herzen. Da du deinen Herzensraum betreten hast und du ihn jetzt mit deinem Dual teilst, initiierst du in deinem Herzraum jetzt das Licht der Klärung.
Stelle dir vor, aus deinem Herzen fließen Millionen feinster Partikel rosafarbenes Licht. Dieses Licht, es strahlt ganz hell. Es fühlt sich an wie ganz winzig kleine Partikel, die euch bis auf die kleinsten Zellen durchströmen, durchfließen. Es fühlt sich an wie Heilung, es fühlt sich an wie Liebe, es fühlt sich an wie die perfekte Reinigung eurer Herzen, eurer Seelen. Du kannst es fühlen, wie es dir in den kleinsten Haarspitzen Reinigung bringt, wie es dir durch Kopf, Hals, Nacken, Rücken, Unterleib, Beine, Unterschenkel, Füße, wie es dich durchströmt, wie es dein Dual durchströmt, durch Kopf, durch Hals, durch Rücken, durch Unterleib, durch jedes feinste DNA-Partikelchen. Hand auf Herz, Herz verschmolzen, Herzverbindung spürend, er deine, du seine. Fließt dieses hellrosafarbene Licht in kleinsten Partikeln über euch, in euch, um euch herum und möchte in liebevollster Annahme Heilung bringen. Spüre rein, spür das Licht. Spüre die klärende Magie. Spüre die Klärung deines Herzens. Spüre, dass Freiheit im Losgelassenseinsmodus dein Herz vereinnahmen möchte. Genauso wie diese Freiheit, dieser Loslassmodus der alten Fesseln dein Herz vereinnahmt. Genauso geschieht es im Gegenüber. Du legst den Grundstein der Heilung. Dein Dual, dein Seelenpartner folgt dir. Im Klärungsprozess, im Transformationsprozess der zutiefst ursprünglichen Liebe, der reinen, klaren Form der Liebe, ohne Wunden, ohne Fesseln, ohne Verletzungen. Alles das fällt von euch ab. Zutiefst dankbar schaut dich dein Herzensmensch jetzt an. Zutiefst dankbar blickst du in seine Augen. Die Hände lösen sich langsam von dem Herzen des jeweils anderen. Eure Blicke lösen sich aber nicht. Ihr seid eins. Ihr seid miteinander verschmolzen. Ihr seid einen großen Schritt weitergekommen in eurem persönlichen Dualseelenprozess. Das, was du fühlst, fühlt er. Das, was er fühlt, fühlst auch du. Nimm dir diesen Moment mit. Hol dir jetzt genau dieses Gefühl dran. Das Gefühl des Urvertrauens. Nimm dieses Gefühl mit in deinen Tag. Begegne deinem Partner, deinem Dualseelenpartner, deiner Seelenliebe mit genau diesem Gefühl. Wenn du in Kommunikation mit ihm trittst, versuch dir dieses Gefühl ranzuholen. Das ist euer Ursprung. Das ist der Grund eurer Begegnung. Gefühlte, erlebte Liebe. Gefühlte, erlebte Erlösung eurer Seelenqualen.
fernab von jedem Verletzen, fernab von noch tieferen Wunden in das Herz des Gegenübers schlagen. Das ist der Grund, warum ihr da seid. Langsam löst ihr die Blicke. Dein Seelenpartner, dein Dualseelenpartner, geht einen Schritt nach hinten und noch einen Schritt nach hinten. Er verlässt jetzt ganz langsam und vorsichtig deinen Herzraum. Langsam verschwindet er wieder. Du bist jetzt in deinem rosa Ballon, in deinem rosanen Herzraum allein. Aber du fühlst dich nicht mehr allein. In dem tiefsten, wohlwarmen Wissen, dass er da ist, spürst du jetzt nach. Spürst du jetzt in deine Energie und spüre auch jetzt, wie dich und wie sich der Moment und sein Herzraum jetzt gerade verändert hat. Du blickst dich um, atmest jetzt nochmal tief ein. Du atmest eure Liebe ein. Du nimmst sie bewusst mit in deinem Herzraum. Jetzt fängst du an, deinen rosanen Ballon langsam wieder gedanklich kleiner werden zu lassen. Schrittchen für Schrittchen, Bissle für Bissle, kehrt das rosane Herzlicht, welches du in zutiefst liebevoller Atmosphäre erschaffen hast, wieder zurück in dein Herz. Mit dem Kleinerwerden deines rosa Lichtballons schwindet aber nicht das Gefühl der Liebe. Das Gefühl der Verbundenheit bleibt konstant in deinem Herzen, so als wärest du immer noch dort, wo du hingehörst. Du bist nämlich jetzt dort, wo du hingehörst, in der Liebesverbindung zu deinem Dual. Tränen und Trauer dürfen jetzt verschwinden. Vorbehalte und Sorgen nehmen jetzt Abschied, da du weißt, dass du frei und selbstbestimmt den Weg der Liebe gewählt hast. Er mag manchmal steinig sein, aber er soll so sein, damit ihr beiden in perfekter Verschmelzung eurer Herzen zusammen sein könnt. Du spürst jetzt noch nach, was dein Herz jetzt sagt. Du spürst jetzt auch den Schlag deines Herzens. Nur den Schlag deines Herzens. Aber du weißt, tief in dir drin, ohne jegliche Form von Zweifel, dass es auch der gleiche Takt ist wie der Herzschlag deines Seelenpartners, deines Duals. Langsam, ganz langsam, vertiefst du wieder deinen Atem. Ganz langsam machst du dir bewusst, dass dein Atem Liebe ist.
Liebe zu dir, Liebe zu ihm, Liebe in tiefster Herzensverbindung, die du jetzt erschaffen hast. In dieser Verbindung bleibst du von jetzt an für immer da. In erfüllter Liebe, in erfülltem Ja zu deinem Herzen und deiner Beziehung zu deinem Dualpartner. Du fängst jetzt langsam an, deinen Reflexen, deinem Impuls nach, dich zu bewegen. Vielleicht möchte sich der kleine Zeh bewegen. Vielleicht ist es der Unterschenkel. Egal, was du jetzt gerade bewegen möchtest, du fängst an, dich langsam wieder zu bewegen. Langsam blinzeln deine Augen und langsam räkelst du dich und kommst zurück ins Hier und Jetzt. Das Gefühl, verbunden zu sein, wirkt nach. Das Gefühl, in der Bestimmung zu sein, auf dem richtigen Weg, begleitet dich von jetzt an für immer da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Dein Herz bedankt sich ganz herzlich bei dir. Und dein Dualseelenpartner bedankt sich ganz herzlich bei dir, dass du diese Meditation jetzt für euch gemacht hast. Ich wünsche dir, die erfüllte Liebe mit deinem Dualseelenpartner leben zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. Namaste. Deine Nicole.